Servus aus Bayern, Mädels, und herzlich willkommen zu einem neuen Fashion Haul. Ja, man könnte auch sagen, und täglich grüßt das Murmeltier. Ich stehe, glaube ich, momentan nur einfach nur noch vor der Kamera. Aber so soll es ja eigentlich auch sein, denn wir haben ganz tolle Kollektionen hier in ganz verschiedenen Richtungen. Und die kommt momentan wirklich gut bei euch an. Und ja, ihr wisst ja, wir sind längere Zeit nicht ganz so bei der Sache gewesen oder konnten nicht so, wie wir gewollt haben. Und das müssen wir jetzt irgendwie einfach alles nachholen. Und in dem Sinn rede ich nicht mehr lang, sondern starte auch gleich mit unserer tollen neuen Kollektion. Ja, und dieses Mal möchte ich euch unsere neue Strickkollektion zeigen. Wir haben ganz tolle Strickkleider hier und neue Pullover und Cardigans, und die möchte ich euch auf jeden Fall zeigen. Aber bevor ich mit dem Ganzen starte, wie immer einfach, schaut einfach in unsere Accessoires. Auch hier habe ich jetzt gleich mal wieder eines unserer Accessoires-Gürtel benutzt mit. Schaut einfach in die Accessoires und dort findet ihr immer verschiedene Style-Möglichkeiten oder Ketten, und so könnt ihr unsere Outfits einfach nochmal richtig aufrüschen. Dann komme ich zu dem Hammer-Strickkleid. Und zwar ist es ein zweiteiliges Strickset. Ich habe euch da schon in Beige eins im Urlaub fotografiert und da habe ich auch ein Video dazu gedreht. Das werde ich euch dann entweder anschließend oder irgendwann auch mal hochladen. Bis jetzt konnte ich nicht, denn es war ausverkauft. Auf jeden Fall gibt es dieses Strickset jetzt auch in diesem wunderschönen Rosa. Ich zeige es euch gleich vorweg. Und dann habe ich es auch noch in diesem wunderschönen, ja, wer ein bisschen mehr Farbe mag, ist das hier einfach auch super schön in diesem Grünton. Und zwar könnt ihr dieses Set einfach super schön variieren. Das Set besteht aus einem Spaghetti-Trägerkleid, das zeige ich euch anschließend, und diesen wunderschönen Netzpullover. Ich habe jetzt hier mal mit einem Gürtel ein bisschen gearbeitet. Da kann man den Pullover ein bisschen lässig einstecken, könnt ihr verschiedene Farben wählen, wie nach eurem Geschmack, wie es euch gefällt. Und ich sage euch ja immer, wenn ich so einen Gürtel dran habe, dann verzichte ich auf Schmuck. Ich finde es persönlich einfach zu viel, aber das kann jeder für sich gerne selbst entscheiden. Es hat ja jeder einen anderen Geschmack und so soll es ja auch sein. Wie gesagt, ihr seht jetzt hier mit diesem Pullover, habt ihr einfach komplettes Set und es ist einfach traumhaft schön und es passt euch circa bis zu einer Größe 40. Größer leider nicht, denn ihr seht schon, ja, es ist ziemlich eng anliegend, aber ich habe für die größeren Größen habe ich da noch ein anderes tolles Kleid. Bleibt also dabei. Ich habe euch jetzt mal den Gürtel runter, damit ihr seht, wie der Pullover aussieht. Und zwar ist es einfach so ein schöner, loser Lochstrickpullover. Und hier zum Beispiel, ja, da sind wir jetzt wieder beim Thema, hier würde ich jetzt auf jeden Fall wieder eine Kette dazu wählen. Zum Beispiel unseren Lebensbaum mit den Perlen. Und schon seht ihr, mit der Kette wirkt das ganze schlichte Outfit trotzdem schon wieder ein bisschen aufgewertet. Also wer sich nicht mit einem Gürtel belasten will, kann das Ganze natürlich auch so anziehen. Ja, und jetzt seht ihr noch das Strickkleid. Also wie gesagt, es gibt schon nach, aber es fällt natürlich ein bisschen am Körper entlang. Deshalb würde ich jetzt nur bis zu einer Größe 40 empfehlen. Ihr seht auch schon, das Strickmuster oben ist ein bisschen anders. Ist wirklich ein tolles Kleid und könnt ihr natürlich so genauso tragen, zum Beispiel mit unseren tollen Cordulas. Ich finde das einfach eine super schöne Kombi, denn man kann das einfach sportlich stylen, jetzt zum Beispiel mit einer Jeansjacke, und wie ihr gerade gesehen habt, mit dem Pullover, mit dem Gürtel, könnt ihr das Ganze einfach auch ein bisschen schicker stylen. Also meine totale Empfehlung für dieses Strickset. Ja, dann habe ich dieses Aquafarbene für euch an, damit ihr einfach seht, was das für eine Hammerfarbe ist. Also ja, es ist so richtiges Gute-Laune-Kleid. Wie gesagt, wie gehabt, einfach mit diesem schönen Strick. Aber ich habe jetzt wieder mal mit einem Gürtel euch das gemacht, damit ihr seht, wie das aussehen kann. Je nachdem, es kann ja jeder für sich stylen, wie er es gerne mag. Wer es gerne gemütlich mag, ohne Gürtel. Und ja, wer es gerne figurbetonter mag, einfach mit Gürtel. Und wie gesagt, das Kleid, ich würde es nur bis zu einer Größe 40 empfehlen, denn dann kann es schon sein, dass es sich abzeichnet alles, und das mag man ja auch nicht. Aber jetzt komme ich dann nämlich zu den Kleidern, die auf jeden Fall größer ausfallen. Ja, Mädels, dann komme ich zum nächsten Look, und zwar ist es dieses Strickträumchen. Und zwar habe ich jetzt hier an ein Strickkleid und einen Strickmantel, und zusammen habt ihr einfach ein sehr edles ja, Teilchen. Ihr könnt natürlich das auch wieder zu eurem Romantik-Piece machen, wie ihr möchtet. Also ihr könntet
mit Gürtel, ohne Gürtel, die Jacke natürlich auch zu anderen Teilen anziehen. Also die Jacke ist, hier ist es praktisch separat. Also ihr müsst das Kleid separat kaufen und die Strickjacke. Denn wir haben bei manchen Kleidern auch noch die Jacken in kurz. Das ist dann ungefähr so. Also das kann jeder dann selbst bestimmen, wie er es gerne hätte. Aber mir gefällt jetzt zum Beispiel genauso diese Kombination, wie sie einfach ist, mit dem langen Strickmantel über dem Kleid. Und ich zeige euch jetzt, ja, die Jacke zum Beispiel oder der Mantel hat hier unten nochmal ein schönes Muster, das sieht man sonst gar nicht. So ganz so feine Lochstickerei, oder Loch, ja, wie sagt man, Lochmuster. Und die Länge, ich bin 1,64, also es ist schon lang. Also ich sage 1,60, wenn ihr seid, oder 58 ist es okay, dann ist es halt einfach länger. Kurze Ärmel, die Größe passt euch bis zu einer 44. Und ich finde es einfach einen mega Look. Ja, dann komme ich zu dem schönen Kleid. Und zwar ist es ein Oversize-Kleid. Ich zeige es euch gleich nochmal. Es passt euch locker auch bis zu einer Größe 44. Und zwar habe ich das in ganz vielen verschiedenen Farben hier. Ich habe es jetzt hier mal mit dem Gürtel angezogen, damit ihr seht, wenn man es ein bisschen fraulicher oder figurbetonter haben möchte. Und natürlich genauso schön ist es einfach, wenn ihr es locker trägt. Und das zeige ich euch auf jeden Fall gleich. Ja, Mädels, bevor ich zusammenbreche, zeige ich euch die Farben, denn alle kann ich euch nicht angezogen zeigen, denn sonst langweilt ihr euch zu Tode. Und zwar habe ich die Kombination hier zum Beispiel auch gleich mal in Weiß, auch hier schön die Strickjacke und das Kleid. Und die anderen Farben zeige ich euch jetzt im Schnörkelschlauch. Es darf natürlich Pink nicht fehlen. Und was ich jetzt hier auch noch habe, Beige geht einfach immer. Und was natürlich einfach dieses Jahr immer noch im Trend ist, ist einfach Flieder. Beziehungsweise ihr seht hier schon zum Beispiel das erste Mal kombiniert mit der kurzen Jacke. Und ja, die kurze Jacke, die zeige ich euch dann auf jeden Fall auch noch. Aber jetzt kommt als erstes noch das Kleid. Ja, und so sieht das Kleid alleine aus, ohne Jacke, ohne Gürtel. Es ist einfach ein relativ gerader Schnitt und ihr seht, es ist schön weich und luftig fallend. Bisschen Fledermausärmel oben angepackt. Also ich würde nicht viel sagen, aber ich sage, bis zu einer guten Größe 42 passt euch das Kleid auf alle Fälle. Auch sehr schön locker. Hat hier den schönen V-Ausschnitt und diese kurzen angeschnittenen Ärmel. Ich habe hier wieder eine Kette dazu, denn wie schon gesagt, mit Gürtel mag ich es immer nicht so. Aber ich finde, das Kleid ist so schön schlicht, da darf man auch gerne mal ein bisschen einen auffälligeren Schmuck dazu tragen. Also wundert euch nicht, ich bin immer noch so kurzatmig. Ich muss mal wahrscheinlich das Joggen beginnen, aber ich denke, das wird dann auch nicht besser. Also nicht wundern, ich bin immer noch unheimlich kurzatmig. Ja, was soll ich sagen? Ein tolles Kleid und wie ich ja schon euch gezeigt habe, in ganz vielen verschiedenen Farben. Ja, Mädels, und so sieht das Ganze dann in Flieder aus. Hier habe ich jetzt auch wieder die kurze Strickjacke dazu. Finde ich jetzt auch sehr schön. Also das ist zum Beispiel, weil alle, die sagen, ich mag keinen so einen langen Strickmantel, finde ich jetzt ist auch die kurze hier eine sehr gute Wahl. Hier jetzt wieder einfach mit Kette und ohne Gürtel. Also auf den Fotos könnt ihr das auch noch sehen, wie das mit Gürtel aussieht. Also es ist einfach eine tolle Kombination. Und wie schon gesagt, hier könntet ihr auch wieder die beige Jacke dazu ansehen, die weiße Jacke. Also ihr könnt es einfach willkürlich untereinander mixen, wie es euch gefällt. Und euer ganz eigenes Romantik-Outfit kreieren. Ja, eine Farbe zeige ich euch noch. Und zwar ist es dieses wunderschöne Pink. Einfach wieder genauso gleiches Schnitt, einfach schön locker fallend, ist eine wunderschöne Qualität. Hier wieder kombiniert mit unseren Accessoires ist das Kleid einfach nur wieder ein Träumchen. Und jetzt zeige ich es euch auch diesmal nochmal mit Jacke. Ja, hier ist das tolle Outfit nochmal mit dem langen Strickmantel. Also so ist es einfach mega edel, wenn ihr irgendeinen Event habt. Kommunionen von den Kindern sind ja schon vorbei. Oder auch auf eine Hochzeit würde ich das jederzeit genauso anziehen. Also es ist einfach ein tolles, schickes, romantik-schickes Teilchen. Wie gesagt, könnt ihr unterschiedlich variieren, sportlich oder auch elegant. Da steht euch alles offen, mit welcher Strickjacke, kurz oder lang oder Lochmuster. Da habt ihr einfach alle Möglichkeiten. Und für alle, die vielleicht so gerne den Gürtel auch oberhalb tragen, die könnten jetzt zum Beispiel auch hier den Gürtel ansetzen über der Strickjacke.
Also finde ich jetzt auch ganz wirklich mal und einfach eine tolle Styling-Idee. Ja, ich habe das jetzt mal ausprobiert und muss sagen, es ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Also wie ihr seht, habe ich jetzt die Strickjacke über dem Kleid und habe es hier mit unserem pinkfarbenen Gürtel, der ist praktisch die gleiche Farbe wie das Kleid, einfach zur Gesamtkombi gemacht. Und ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich auch und ist auch einfach mal wirklich was Besonderes. Eigentlich dachte ich ja, ich habe euch alles gezeigt, aber jetzt habe ich das mal ausprobiert. Und zwar zum Beispiel dieses Beige mit diesem türkisen Gürtel zu machen. Genauso könnt ihr hier natürlich Flieder nehmen oder Pink oder keine Ahnung was. Also ihr seht, dann könnt ihr in dieses Outfit auch ein bisschen Farbe bringen. Gefällt mir jetzt eigentlich auch sehr gut, obwohl ich ja eigentlich normalerweise, wisst ihr, auf die Naturfarben stehe. Aber es ist ja eigentlich nur ein kleiner Teil von dem, das praktisch ein bisschen Farbe mit reinkommt. Chapeau habe ich jetzt hier den Taubfarbenen gewählt. Also ihr seht, ihr könnt da mit diesen Kleidern und Mänteln einfach wild rumspielen, wie es euch am besten passt und euch am besten steht. Ja, dann habe ich den Look komplett für euch gewechselt. Ich bleibe aber meiner Stricklinie treu. Und zwar habe ich jetzt hier dazu kombiniert unsere weiße Leinenhose. Die kommt auch noch in anderen Farben online. Aktuell ist es hier in weiß. Und ich zeige euch jetzt diese Pullover dazu, denn ich finde jetzt zu der weißen Hose diese Pullover hier einfach am schönsten. Ja, und zwar ist es unser Pullover Carrie. Es ist irgendwie wie so, ich kann es nicht beschreiben, ich würde jetzt sagen Polunder, aber eigentlich auch nicht. Also er hat keine angesetzten Ärmel, sondern einfach nur so über die Schulter lappend. Ich zeige euch mal den Schnitt, das ist praktisch ein bisschen Fokuhila, hinten ein bisschen länger, vorne ein bisschen kürzer und mit einer mega schönen Qualität, also einfach eine traumhafte Qualität. Er hat einfach schöne Viskosequalität, einfach mega tolles Teilchen. Und zwar habe ich mehr Strickpullover in der Art. Also die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Von mehr Oversize, weniger Oversize, stöbert durch. Milli, glaube ich, heißt eine. Ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, aber ihr findet das auf jeden Fall alle unter Strickwaren. Ja, der Pullover, der passt euch auf jeden Fall locker bis zu einer kleinen 44 und ist einfach ein super tolles Teil für den Sommer. Ja, ich habe jetzt den gleichen Pullover hier in dem schönen Beige-Ton dazu kombiniert. Es ist und die Kerle, also genau gleich wie den ich euch gerade gezeigt habe. Und auch im Urlaub auf dem Balkon, da hatte ich auch diese Hose mit der Kombination in Khaki an. Und darüber habe ich jetzt einfach diese tolle Strickjacke hier mit diesem Lochmuster. Also die eignet sich also wirklich perfekt und hat auch eine wunderschöne Qualität und so seid ihr einfach angezogen. Noch eine schöne Tasche dazu und ihr seid einfach fertig. Die Strickjacke, die passt euch auch genauso bis zu einer guten 42, kleine 44. Ist einfach ein wunderschöner, lässiger Look. Und ich zeige euch jetzt noch die Strickjacke ohne Muster. Ja, das ist jetzt der andere Cardigan und zwar, habe ich euch ja auch schon gezeigt, mit diesem schönen, dezenten Muster. Der ist auch mega oversized, also der passt euch locker bis zu einer 44. Und ihr seht hier, das ist einfach, finde ich persönlich, ein Hammerlook. Ist einfach romantisch schick, kann man das schon fast sagen. Also endlich kommt unser Name auch mal zur Geltung. Finde ich echt klasse. Könnt ihr wirklich auch hier wieder unterschiedlich variieren. Ihr könnt jetzt hier die hellblaue Jacke, die weiße Jacke. Also ihr seid da wieder. Ihr könnt dieses ganze Programm, das passt so schön zusammen, könnt ihr unterschiedlich stylen, wie ihr Lust und Laune habt. Also das von mir ist jetzt hier wirklich nur eine Inspiration. Stöbert durch den Shop und dann, ja, dann habt ihr ja eure eigenen Vorlieben für die Farben und dann könnt ihr euch ein richtiges Outfit zusammenstellen. Ja, abschließend tue ich das Ganze mit All White. Geht im Sommer einfach immer. Und zwar immer noch die gleiche Leinenhose, den gleichen Pullover und die gleiche Strickjacke. Also ihr seht, ihr habt hier alle Farben zur Verfügung. Stöbert einfach unbedingt durch unseren Shop. Also ihr werdet bestimmt fündig, denn wir haben ganz tolle Sommerware. Also egal ob für den Urlaub oder einfach für zu Hause. Und natürlich haben wir auch Basic. Also ich wechsle das immer ein bisschen, bisschen Bohemian, bisschen Kleider, bisschen schicker, bisschen lässiger. Stöbert einfach durch. Also ich denke, ihr findet einfach was. Und wir sehen uns und wir hören uns.